So, Perspektivwechsel. Jetzt mal von unten. Da das der Übergang von neu zu Bestand. Dann hier der Tunnel mit seinem tiefsten Punkt im BA1, sage ich schon, im ersten Bauabschnitt. Naja, ist ja fast dasselbe, ne? Und dann können wir jetzt den Tunnel mal noch ein Stück folgen und mal schauen, wie es da hinten ausschaut. Ja, und hier sind schon Schalungen vorbereitet für die Decke oder Stützen, um die Deckenschalung aufzubauen sozusagen. Ja, und hier ist ein Stück frisch betoniert. Ist jetzt für mich so ein bisschen schwierig zu erkennen, ob ich das drauf habe mit dem Handy. Und hier geht's dann mit der nackten Baugrube weiter. So, hier sieht man jetzt auch mal noch den Bestandstunnel, den einen, den mittleren, und der soll, so wie ich das verstehe, auch erhalten bleiben. Mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wer findet den Bagger auf dem Bild? Jawohl. Gefunden. Ja, und hier sehen wir jetzt schon den neuen Tunnel. Von der Staatsgalerie zum Hauptbahnhof. Ein erstes Segment ist hier hinten schon in Arbeit. Da sind Bodenplatte und Wände betoniert, wie es ausschaut. Und dann eben der weitere Verlauf. Drehmal das Handy.
Jawohl, ihr ahnt es, da wo gebaggert wird, da und dann so macht er hier auch so eine Kurve. Und da, wo der Kollege steht, ich glaube, da beginnt jetzt schon die Arbeit für den Bauabschnitt 23. Ja, und wie gesagt, ich denke, hier wird jetzt schon der BA 23 angegangen. Abriss der Staatshaltestelle Staatsgalerie.